Gecko, damit kommst du nicht durch, Romeo. Oh, aber das bin ich doch gerade. Und es wird noch besser. Pass auf. Hey, Kinder, wollt ihr ein Spiel spielen? Ja! Also gut, es heißt Romeo befiehlt. Und ich befehle, fangt den Eidechsenjungen. Los! Ja! Hört auf, Leute. Jetzt wird nicht gespielt. Nein, will aber spielen. Dann spielen wir Verstecken. Super Gecko-Tarnung. Gecko! Gecko! Wo ist die Eidechse hin? Ich bin hier, Romeo. Und ich kenne auch ein Spiel. Es heißt, fang das wegrollende Labor. Super Gecko-Muskeln! Nein! Nicht mein Labor! Na warte, ich krieg dich, Eidechsenjunge! Oder sollte ich lieber sagen, Eidechsenbaby? Denn du bist der Nächste. Hab dich gefunden. Okay, das war's mit Spielen. Einschneiden und dann düsen wir zum Hauptquartier. Nein, will aber nicht. Ich muss mal aufs Katzenklo. Und das soll Romeos größter Plan aller Zeiten sein? Schneller, schneller. Gesagt. Ihr dürft nichts anfassen. Ja! Hm? Yay! Und nirgendwo draufspringen. Jetzt kommt schon. Ihr seid Superhelden und keine Zweijährigen. Ich bin drei. Eins, zwei, drei. Ich bin durstig. Wieder durstig. Ich will Milch. Kein Wunder, dass Luna so wackelig fliegt. Wenn der Mond seine Energie verliert, verliere ich meine Energie. Hast du es auch schon geschnallt? Das wollte ich sagen. Mein Board funktioniert nicht mehr richtig. Und mein Mondmagnet macht auch schlapp. Darum habe ich die Motten geschickt. Ich brauche Hilfe. Hilfe? Ein guter Anfang wäre, mich ausreden zu lassen. Komm schon, Eulette. Kein Wunder, dass sie schnippisch wird. Seine Kräfte zu verlieren, ist nicht lustig. Okay, aber wir sollten einen guten Grund haben, um einer Schurkin zu helfen. Es gibt einen guten Grund. Da! Du kannst mir nicht entkommen, Luna Girl. Dein Board und dein Magnet gehören schon bald mir. Romeo hat vor, dir deine Sachen zu klauen? Aber warum, wenn die sowieso ihre Kräfte verlieren? Weil die Energie zurückkommt, wenn diese Mondfinsternis vorbei ist, Spatzenhirn. Er will sie bestimmt für einen verrückten Plan nutzen. Spatzenhirn? Für Streitereien ist jetzt keine Zeit. Romeo und Mondenergie? Uncool. Wir müssen zusammenarbeiten und... Den auserwachten Roboterarm aufhalten! Ich hab geholfen. Ich würde das nicht wirklich als Hilfe bezeichnen. Da! Andere Richtung. Vielleicht sollte ich lieber das Ding fliegen. Versuch doch, uns hier oben zu finden, Romeo. Ziemlich spatzenhirnig, hä? Huh? Nö. Oh. Hey, hört auf, euch zu streiten. Sie hat angefangen. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, Romeos Plan zu durchkreuzen. Aber was ist sein Plan? Keine Ahnung. Meine Motten haben nur gehört, wie er vom Projekt Mondcracker sprach. Mondcracker? Hört sich wie ein Keks an. Was es auch ist, keine Sorge. Mein Flugtrick hat ihn ausmanövriert. Der Eidechsenwagen sieht klasse aus. Ich mag die Zunge. Ich habe sie aus Pappmaché und mit viel Liebe gemacht. Tommy, hier ist die rote Farbe. Okay, also, wer wollte Glitzer? Alle machen das klasse. Der Karnevalsumzug wird bestimmt super. Vor allem der grinsende Gecko. Was hat unser Lehrer gesagt? Es geht nicht darum, wessen Wagen am besten aussieht, sondern darum, wie alle zusammen aussehen. Das ist der Geist des Karnevals. Der Bonbonwagen ist verschwunden. War wohl einer der nächtlichen Schurken. Zum Glück haben sie nicht meinen grinsenden Gecko gestohlen. Wir müssen den Bonbonwagen zurückholen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen.
Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Irgendeine Spur vom verschwundenen Wagen? Also nichts. Such weiter. Zum Eulengleiter. PJ Masks. Ich hab mich schon gefragt, wann ihr endlich auftaucht und eure Nasen in meine Angelegenheiten steckt. Wow! Ein neuer Funkelblitz-Comic! Ich will deine PJ-Kumpel reinlegen. Aus mir wird die neue und verbesserte Eulette. Oder besser so. Sehr überzeugend, Meister. Völlig ausreichend, um die anderen PJ-Vollpfosten davon zu überzeugen, mir bei meinem Plan zu helfen. Darauf fallen die nicht rein. Niemals. Das werden wir ja sehen. Zu wissen, dass du die Show genießt, macht die Ausführung meines bösen Plans umso lustiger. Hey, PJ-Kumpels. Eulette? Wer sonst? Während ihr zwei den Roboter geputzt habt, hab ich mir einen Plan überlegt, wie wir es den bösen Schurken heimzahlen können. Das klingt aber nicht nach etwas, das Funkelblitz tun würde. Tja, vielleicht habe ich mich entschieden, von jetzt an kein Federfunkelblitz mehr zu sein. Es ist an der Zeit, wahre Heldentaten zu vollbringen. Und welche? Ich zeig's euch. Zur fliegenden Eule. Wie können die nur darauf reinfallen? Also, wo stecken sie? Benutz doch deine Eulenaugen. Oh, klar. Super Eulenblick. Was ist mit deiner Stimme los? Ich glaube, ich bin allergisch auf deine bescheuerten Fragen. Seht, da. Was? Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Gehen wir. Was ist denn los? Aha! Nein! Hä? Ja, hallo, PJ Masks! Ach, nicht ich! Nein, nicht Mr. Miau! Hä? So würde ich ihn wahrscheinlich nennen, wenn er meiner wäre, was er natürlich nicht ist. Oh, dann macht es ja also nichts aus, wenn ich ihm eine kleine Veränderung verpasse. Nein! Upsi! Catboy! Oh nein, nicht Mr. Miau! Wo bist du? Hallo, ich bin dein kuscheliger Romeo. Du wirst mir gehorchen, Freund. Mach, dass es aufhört! Niemals! Jedes Kind wird einen eigenen Romeo zum Kuscheln haben. Was bedeutet, wenn sie groß sind, lieben sie nur noch mich. Und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Nicht so schnell, du nichtsnutziger Kuscheltierentführer. Damit kommst du niemals durch. Oh, oh. Schnell, sonst entkommt er. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Catboy? Vergesst es.
Es ist zu spät. Und außerdem, welcher Held hat schon ein Kuscheltier? Um ehrlich zu sein, ich hab eins. Sein Name ist Lionel Junior. Ich auch. Meins heißt Lady Käuzchenruf. Oder so hieß sie, bis Romeo sie geholt hat. Was? Er hat auch eure Kuscheltiere? Ich wollte nichts sagen, weil sonst sicher alle denken, ich bin ein Baby. Ja, ich auch. Ringelndes Reptil. Schaut mal da oben. Haha, ja, das ist sehr lustig. Holt uns hier runter. Hey, wie gefällt euch das? Ich finde, wir lassen sie da. Nein! Wie seid ihr beiden da überhaupt draufgekommen? Das ist alles ihre Schuld. Ihre Motten haben meine Klebeklatscher geklaut. Und seine Ninjalinos haben meinen Mondmagneten und mein Board gestohlen. Sie haben sich zusammengetan und sich gegen uns verschworen. Ist doch kein Wunder nach all den bösen Sachen, die ihr über sie gesagt habt. Klingt wie ein Filmtitel. Die Rache der Ninja-Motten. Holt uns einfach hier runter, okay? Oh nein, sie sind zurück. Schnell, holt uns runter. Hey, aber wir helfen ihnen doch nicht wirklich, oder? Die sind doch die Bösen. Habt ihr das vergessen? Komm schon, Gecko, wir sind Helden. Und Helden helfen doch immer. Wow, diese Ninja-Motten meinen es wohl ernst. Aufgepasst! Keine Sorge, Leute. Ich helfe euch. Super, Gecko Muskel. PJs, ihr habt wohl was vergessen. Sie hat recht. Wir müssen sie da runterholen, bevor jemand verletzt wird. Super Eulenflügel. Super Katzentempo. Schön, ihr seid gerettet. Zufrieden? Nein, diese listigen Ninja-Motten haben immer noch unsere Sachen. Es sind eure Sachen. Wieso holt ihr sie euch nicht zurück? Soll das ein Scherz sein? Es sind einfach viel zu viele. Er hat recht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die ganze Stadt zerstört. Dann bis später. Oh, wo ist der hin? Das ist neu. Jungs, konzentriert euch, wir müssen die Schätze finden. Erster Hinweis. In Wasser und Luft sie leuchtet und sprießt, den Stiel ihrer Blüte du niemals siehst. Noch so ein schweres Rätsel. Also etwas, das Wasser und Luft zum Blühen braucht. Ja, eine Blume. Vielleicht muss man nach oben, um sie zu finden. Mal sehen. Blüte, die leuchtet. Ja! Wuhu! Cooler Move. Danke. Das nenne ich meinen Superschwung. Ziemlich cool, hm? Das macht Spaß. Wie ist der nächste Hinweis? Sieht aus wie eine Ninja-Schatzkarte. Und der Ninja-Stern markiert den Ort. Wir sollten ihn finden, bevor die Ninjalinos die Stadt ruinieren. Meine Flügel sind dafür spitzenmäßig geeignet. Oder sollte ich sagen... flügelmäßig. Wer hat hier die Eulenkraft? Ich! Da ist er, der Ninja-Stern. Okay, Jungs, geht die Hauptstraße runter und dann links. Ah, Mann, ist der listig. Ihr habt also das erste Rätsel gelöst. Anfängerglück. Ihr werdet niemals gewinnen. Ach, wenn meine Ninjalinos doch nur Flügel hätten. Bei den Ninjalinos sieht es gar nicht so aus, als wollten sie die Rätsel lösen. Ja, sie folgen uns einfach nur. Weil sie schummeln müssen, um uns zu besiegen. Kommt schon. Bist du sicher, dass er hier ist? Absolut sicher. Super Katzentempo. Da drin ist nichts. Vielleicht ist er darunter. Wir waren zuerst hier. Super Katzentempo. Wir dachten, du wärst ein Schurke. Ich wollte euch nur sagen, dass Luna Girl auf dem Weg zur Schule ist. Warum hast du nicht den PJ-Kommunikator benutzt? Naja, ich dachte, ihr braucht vielleicht meine Hilfe. Du wirst deinen Supernießer nie los, wenn du nicht drinnen bleibst. Ich... Alles klar. Ich gehe zurück. Gut, und wir machen uns auf den Weg zur Schule. Warne uns, wenn du etwas siehst. Oh. Hm.
Warte, das heißt Luna Girl ist in der Nähe. Sie ist direkt vor der Tür. Das sollte ich den anderen sagen. Aber wenn ich ihr folge, kann ich vielleicht sehen, was sie im Schilde führt. Das ist eine viel bessere Idee. Hey! Jetzt nichts wie hinterher. Sie führt mich direkt zu Luna Girl. Warte auf mich, Mottenkugel! Die Erstausgabe ist, sie ist trotzdem langweilig. Gecko verfolgt dich? Dann hat er das Hauptquartier verlassen. Meine anderen Motten versuchen, das Eingangstor zu öffnen. Weil Gecko nicht mehr im Hauptquartier ist, wird mein Plan endlich aufgehen. Bald gehört das PJ-Hauptquartier mir. Nur mir! Seht doch, was hier jetzt alles schwebt. Hör sofort auf, Romeo! Oh, die Pyjama-Helden! Seid ihr hier, um euch meine Anti-Schwerkraftmaschine anzusehen? Anti-Schwerkraftmaschine? Ganz recht! Alles, was von dieser Maschine getroffen wird, wird leichter und leichter, bis es wegschwebt. Schaut zu! Alle guten Dinge sind drei! Schon bald stehe nur noch ich auf dem Boden und dann übernehme ich die Weltherrschaft! Damit kommst du niemals durch! Ach ja, ich habe bereits euer Hauptquartier getroffen. Und wisst ihr was? Ihr seid als nächstes dran! Wir müssen in Deckung gehen, schnell! Hey Leute, wartet auf mich! Ich kann wieder fliegen, noch schnell rennen! Gecko, Achtung! Superkatzentempo! Okay, Gecko, folgender Plan. Während Eulette und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine. Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen. Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne. Wow! Ich komme! Gleich heb ich hoch in die Luft ab! Gecko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, ha? Huh? Komm, lass dir von einem Genie helfen. Hä? Oh! Ha, nicht ganz. Du hast nur meine Flügel erwischt. Wow! Ich kann wirklich fliegen. Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will. Ich hab geschnallt, wie's geht. Nein, hast du nicht. Jedes Mal, wenn du hüpfst... Was tust du da, du nerviges Kätzchen? Catboy, lass mich den Sprungdoser benutzen. Ich kann Romeo damit aufhalten. Nein, Gecko. Nur ich. Catboy. Na gut. Wenn ich nicht den Sprungdoser haben kann, dann nehme ich eben den Raketenrucksack. Nein, Gecko, sei vorsichtig. Der Raketenrucksack ist sehr gefährlich. Hey! Wow. Nee, du machst meinen Raketenrucksack kaputt, du eiernde Eidechse! Oh nein! Gecko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Catboy, hilf mir! Keine Sorge, Eulette. Ich hol dich da raus. Wow, wow! Raketenrucksack ist echt schwer zu machen. Wow! Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen.
Okay, soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schneefopuff nehmen. Ich bin überwältigend! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Schlitternde Schlange! Bald hat dieser Schurke nichts mehr zu lachen. Katzenohr! Ich höre etwas. In die Richtung. Hey, diese Stimmen kenne ich doch. Doch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben all die Sportgeräte. Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tag-Kinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Ringelndes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Gedacht. Und ich bin hier, um sie zurückzuholen. Meinst du diese fauligen Eier? Mein Verfaulisierer faulisiert sie alle. Dann sind sie extra stinkig, wenn ich sie zerschmettere. Ah, das stinkt. Bald müssen alle drinbleiben, um dem Gestank zu entkommen. Und ich bin dann der Bestimmer. Fang besser an zu laufen, Eidechsenhut. Aber ich werde das Gecko-Mobil brauchen, um den Gestank zu entfliehen. Wo hab ich es abgestellt? Gecko! Hier stinkt's. Wir müssen vor diesem Geruch fliehen. Gehen wir ins Gecko-Mobil. Wo ist es denn? Du weißt doch, wo es ist, oder? Ja, natürlich. Es ist nur... Hallo, PJ Masks! Oder soll ich sagen, PJ Stinker? Ich dreh meinen Verfaulisierer auf. Bereit für den Supergestank! Hey, wir kommen mit dem Geruch klar, PJ Masks. Und wir brauchen kein Gecko-Mobil, um Romeo aufzuhalten. Oh, diese Eier stinken ja noch fürchterlicher. Natürlich, Katzenklo-Bubi. Mein Verfaulisierer macht sie fauliger und fauliger. Vielleicht sollten wir im Gecko-Mobil Unterschlupf suchen. Wo ist das Gecko? Ich finde, das müssen wir nicht. Versteckt euch einfach. Ungefähr so. Oh, ich meine natürlich so. Nein, ich meine so. Oh, so. Einfach verstecken. Aber wir können uns nicht tarnen. Flatternde Beine. Wir müssen hier weg. Wow, lauf. Es soll aufhören. Bitte. Wow. Super, Gecko, muss gehen. Und jetzt müssen wir den Mondball zerstören, damit Luna Girl nicht noch jemandem ein Spielzeug stiehlt. Wartet, zuerst zeige ich euch, was ich Tolles kann. Hey, hör auf damit! Violet, bitte schieß den Ball zu mir. Ja, gleich, aber erst schaut zu. Tor! Ich hab's geschafft! Nein! Ah!
Hilfe! Haha, ich habe ein Vögelchen gefangen. Mondmagnet wirbelt das Vögelchen schön herum. Doch nur den Ball zu Catboy geschossen. Hüpf, hüpf, kleines Vögelchen. Super Katzensprung. Was? Jetzt, Gecko. Nein, 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 nein. Das wird schon wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gecko? Tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas, naja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gecko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Jetzt hängt alles von mir ab. Gecko-Mobil Tarnung. Wo ist der glucksende Gecko hin? Ninjalinos, warum seid ihr nicht in den Bussen? Sofort zurück und haltet diesen Gecko auf. Da kann der Gecko, ich stecke fest. Da bist du ja. Ninjalinos, zeigt's ihm. Oh oh, sieht aus, als ging es hier nicht weiter. Und jetzt Super Gecko Tarnung! Oh nein! Die Burg hat Klebeklatscher-Katapulte? Sowas brauchen wir auch! Nein, brauchen wir nicht, Eulette! Unser Stützpunkt hat genug Verteidigungsmittel! Ja, Eulette, meinst du, du kannst uns hier draußen helfen? Naja, ich könnte. Und nochmal! Hallo, Pyjama-Pupser! Gib's zu! Mein Hauptquartier ist das Beste! Und jetzt werde ich eures zerstören! Nicht solange wir unsere eigenen Fellball-Katapulte haben! Oh oh! Nimm das hier! Daneben! Du bist keine Eule, sondern eine blinde Fledermaus! Warte, bis ich meine Zielvorrichtung eingestellt habe. Hey, Eulette, wir sind im selben Team! Aha! Da bist du ja, Gecko! Ich verpasste jetzt eine kleine Drehung! Halt dich fest, Gecko! Flatternde Federn! Seine Wutburg kann sich auch noch drehen? Megabox des Bösen? Ganz genau! Wenn sie fertig gebaut ist, verwandelt sie die ganze Stadt in meine eigene Privatstadt, die nur mir gewidmet ist! Und ich nenne sie Romeoville! Ich dachte, Sie wollten sie Romeopolis nennen. Ich hab mich noch nicht entschieden. Vergiss es, Romeo! Wir kommen jetzt rein und beenden deinen Plan. Dass ihr euch dabei nicht täuscht, denn ich hab überall ums Museum Fallen aufgestellt. Hier kommt ihr nie und nimmer rein. Oh, das werden wir ja sehen. Bleib hier! Oh, oh. Super Katzensprung! Hab dich! Danke! Danke, dass du meine Falle ausprobiert hast, Eidechsenfuß! Gute Nacht, ihr PJ-Affen! Alles in Ordnung, Gecko? Mir geht's gut. Aber wenn wir erst mal drin sind, geht's mir besser. Gecko, du hast Romeo gehört, ums ganze Museum sind Fallen aufgestellt. Vielleicht ist es keine gute Idee, reinzugehen. Aber nur wenn wir drin sind, können wir ihn aufhalten. Wie wär's, wenn wir nicht selber da reingehen, sondern versuchen, Romeo hier rauszulocken? Tolle Idee, Eulette. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Hallo, ich bin ein Roboter. Hallo, Roboter, mein Name ist... Das Geräusch kenne ich. Das ist ein Eiswagen.
Ich liebe Eiscreme. Hoffentlich haben sie auch Doppel-Tofu-Pistazie. Romeo kommt. Das ist unsere Chance. Ja, jetzt habe ich dich, Romeo. Ein Trick? Oh, ich wollte unbedingt ein Eis haben. Oh, das werdet ihr mir büßen, PJ Masks. Super Eidechsengriff. Gecko! Ihr Pyjamas lehrt es auch nie. Komm sofort zurück, Romeo. Was? Ene, mene, mane, mo. Wer will fahren mit Romeo? Aha. Mein Eulengleiter! Schnell, wir müssen ihn verfolgen. Wartet, mit unseren Rädern erwischen wir ihn nicht. Wir können meinen Katzenflitzer nehmen, wenn ich ihn runterkriege. Seht! Das muss die Fernbedienung für den Magneten sein. Aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Nicht, dass wir damit unsere Fahrzeuge platt machen. Ja, nehmen wir unsere Fahrräder. Los, er entkommt uns. So erwischen wir Romeo nie. Doch, das werden wir. Ich flieg hoch und lock ihn runter. Dann saust du mit Gecko auf deinem Fahrrad mit super Katzentempo vor. Genau. Und ich schnapp mir den Eulengleiter mit meiner Superstärke. Juhu! Hä? Catboy? Mein Rad kann weder Katzenschreie von sich geben, noch Fellbälle abfeuern. Ich fahr zurück und hol den Katzenflitzer. Und was ist mit unserem Plan? Los, lande, Romeo! Ich hab dich! Auf deinem Fahrrad? Vergiss es, Vögelchen! Du bist diejenige, die lachen wird! Ha! Jetzt haben wir Romeo am Wickel! Catboy, Gecko, los! Los? Ich bin allein! Wir brauchen Catboy! Noch ein kleines bisschen! Ciao, ciao, PJ Masks! Gecko! Wo ist Catboy hin? Nach links und... Ah, ich werde euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn! Warten Sie auf mich, Meister! Na los, verfolgen wir ihn. Kommt schon, versucht mich einzuholen, Pyjama-Plagegeister. Haltet euch gut fest. Romeo, hier kommst du nicht weiter. Glaubt ihr? Ich zeig euch jetzt die neueste Funktion meines Labors. Sein Labor kann springen? Das habt ihr nicht erwartet, nicht wahr? Ich liebe überraschende Fluchtmanöver. Wie sollen wir ihn jetzt aufhalten? Das Gecko-Mobil kann nicht fliegen. Aber es kann an Gebäuden hochklettern. Wir können ihn trotzdem verfolgen. Na logo, festhalten! Katapult! Super Eidechsengriff! Ringelndes Reptil! Ha! Ihr habt keine Chance, Pyjama-Helden! Also, welche Tollpatschigkeit passt am besten zu dieser klebrigen Echse? Schrägstolperer? Dreildreher? Nein, Flutschwinger! Perfekt!
nur von unten, ob's Gecko gut geht. Also, Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal an der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfinger. Dann macht also der Strahl tollpatschig. Das ist nicht irgendein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals. Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzentempo. Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen! Wir müssen sie vor dem Strahl schützen. Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde. Und ich natürlich. Aber wir gehen es an. Ich lenke den Strahl um mit diesem Schild. Flutschfinger! Ich helfe dir. Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin. Ich stoppe ihn mit einem Funkelblitz. Kick und zack! Jetzt hast du dich selbst weggekickt, Eulette. Was ist so schlecht an deinen super tollen Moves? Die sind in Ordnung, aber ein Blitzflip würde Romeo total überraschen. Eines Tages schaffe ich ihn. Okay, finden wir raus, was Romeo als nächstes vorhat. Wo gibt es viele Bücher? In der Stadtbibliothek. Ringelndes Reptil. Da sind einige der wertvollsten Bücher der Welt. Wir müssen ihn aufhalten. Eulette! Komm schon. Romeo könnte sonst aus der Bibliothek auch alle Funkelblitzbücher stehlen. Gut gemacht, mein Metallmann. Bald wird in der ganzen Stadt jedes Buch von mir handeln. Du bist bisher eine meiner besten Erfindungen. Danke, Meister. Ich liebe euch, Romeo. Romeo ist ein Genie. Letzte Etappe, die Bibliothek. Hervorragend, die Tür ist verschlossen. Romeo ist noch nicht drin. Gecko, du kletterst drauf. Sobald ich seine Füße gefesselt habe, springst du runter und stößt den Roboter um. Okay, Catboy. Super Eidechsengriff. Super Gecko-Tarnung. Eulette, benutzt deine Eulenaugen und warne uns, wenn sie kommen. Das ist total wichtig. Keine Sorge, Catboy. Wird erledigt. Super Eulenflügel. Okay, ich warte auf dein Zeichen. Funkelblitz durchleuchtet die Stadt. Es gibt keinen Zweifel, dass sie den Bösewicht aufspürt. Und er hat keine Chance gegen ihren Blitzflip. Kick und zack! Ich hab's endlich geschafft! Ja! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Wow! Geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden. Eulette, du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid, nein. Warte, Eulette, bitte. Es ist nicht leicht, dieses Teil zu fliegen. Ist mir egal. Ich will mich mit Eulette wieder vertragen. Mein Flugsaurier! Hol ich mir meinen Flugsaurier zurück und das fliegende Miezekätzchen schnapp ich mir auch noch. Haltet durch, Catboy!
Hilfe! So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Sollte ich dieses Mal fahren? Keine Sorge, Catboy, du wirst wieder normal werden. Aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden? Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindliger Ninja! Wie nennst du hier schwindlig, du strampelnder Clown? Woohoo, ja! Hey! Woohoo, der großartige Catboy surft auf dem Schrumpfer! Auch wenn ich klein bin, wir haben es geschafft! Wow!